Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und heute spielen wir mal ein Spiel, was in der Rubrik ja Mist Games oder Games, die ihr nicht spielen solltet, reinfällt. Ich passe hier gerade noch mal kurz was an. Na gut, dann bleibt das halt so. Ich weiß nicht, ob das normal ist, dass hier jetzt kein Ton ist. Oh, wir nehmen mal Dream. Nehmen wir Dream mal. Double. Keine Ahnung. Wir nennen sie mal Nadel. Ich hoffe mal, Ton kommt gleich noch. Ich habe mir mal ein Spiel, wie gesagt, rausgesucht mit den besten Steam-Reviews. Von der anderen Seite. Also kein Top-Game, sondern ein kostenloses Game, was von den Nutzer-Reviews sehr schlecht ist. Ich werde hier mal gleich noch ein paar Einblendungen von anderen Leuten einblenden, die ich jetzt ganz gut fand. Und what? Wir haben Ton! Wow. Okay, dann. Ich habe den Text nicht mal gelesen. Was passiert? Warum sieht das so pixelbereimäßig aus? Alter, ich klick dir nix. Was bist du für ein Scheißspiel? Klick. Jetzt habe ich das erstmal geklickt. Ist der Hammer, oder? Darf ich irgendwie steuern? Darf ich was machen? Warum da kommt dieser Pixelbrei immer am Rand? Oh, jetzt ist eine Stilfrage. Oh, jetzt dürfen wir wieder klicken. Mann, fantastisch. Ich hab nicht geklickt und. Ey. Reicht, wenn man mit der Maus rüber geht, wahrscheinlich. Oh, Dugo is powerful. Mehr habe ich nicht gelesen. Dugo ist besiegt. Also ich gehe gar nicht, ne? Ich habe meine Hand weg von der Maus und Tastatur. Jetzt haben wir wieder Musik, Pixelbrei. Es tut mir leid, wenn ihr Pixelbrei habt. Ich habe auch Pixelbrei. Ey, ich bewege die Maus. Ja, es ist doch. Ja, jetzt habe ich geklickt. So, ich will jetzt kein. Was muss ich ab? Ah. Ja, das sind irgendwelche Fähigkeiten. Wieso Autopath? Ich will selber gehen. Ach so, auf W kommt dann das, ne, auf S kommt dann das hier, okay. Wir müssen mit der Maus gehen. Und wie sagenhaft schön sich das alles bewegt. Oh, richtig zeitverzögert. Oh, wir können ihn eigentlich auf die Nase hauen. Diablo für Arme. Diablo ist dagegen super, also. Au, ich hab da fünfmal hingeklickt! Ja. Oh! Was? Mach! Mach tot! Ich weiß, wir sollten da vielleicht nicht hingehen, aber ey. Los, renn, Nadel. Sagenhaft, ne? Das ist echt. Passiert da was?
Also sie hauen uns nicht tot, ne? Aber sind wir zu weit weg? Ab und zu kriegen die mal Schaden, ab und zu nicht. Killer Queen. Dafür müssen wir näher ran. Es macht gar nichts, so jetzt macht sie ja was. Ja. Ja. Schlagen. Ich drücke doch. Alter. Kommen immer neue Gegner, glaube ich. Komm, wir gehen weg da. Wir gehen da weg. Reden wir mit der. Mistress Petal. Was denn? Alter, was? Ich hab da nichts hingedrückt. Ja. Klicken mal drauf, oder was willst du? Was willst du von mir? Das Fenster. Geh doch zu. Ich dachte, wir müssen mit der reden. Platt da. So, Forest, Head of the Shill Hall. Ich habe erst Chili gelesen, aber ist nicht so schlimm. Oh, guck mal, wir kriegen hier tagesexplosiv irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Man sieht gar nicht, was man kriegt. Tagesexplosiv. Kriege ich das Fenster wieder zu? Das ist noch nicht mal komplett dargestellt. Was für ein Scheiß ist das? Bonus. Oh, Bonus geht. Bonuses? Geht gleich immer zu. Okay. Was hatten wir schon? Event. Ey, macht. Bevor ihr Events macht, das Spiel immer fertig. Wo können wir es aufheben? Ah, die hauen uns auch nicht so richtig. Das können wir greifen. Yeah, wir haben irgendwas auch wir haben Inventory. Haben jetzt zwei Gegenstände. Cool. Ist ja der Hammer. Ja, komm, ihr seid eh zu blöd. Wir laufen einfach mal durch. Und da haben wir Pixelbrei. Ja, ja, ihr macht das schon. Ich würde gerne mal sehen, wo ich hinlaufe. Alter, das kann es doch nicht sein. Alter, ich kann nicht mehr sehen, was hier ist. Ach, können wir nicht. Okay. Ach, er ist ab Level 48. Dürfen wir hier Texte reinschreiben? Na, super. Ich errate jetzt den Weg. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Weil hier löst sich ja Pixelbrei nicht auf. Ah, oben auf der Minimap sieht man es besser. Da sieht man es klar und deutlich. Mhm. Aber hier kommen wir auch nicht weiter. So, dann gehen wir mal hier nicht hin. Also ich muss sagen,
Also dieser asiatische Stil ist ja schon nicht so meins. Ich sag immer so, ich habe meine Final Fantasy Phase überwunden. Aber. Oh, wir sind schon Level 7. Mann, ist das ja der Hammer. Kann gar nicht sein, oder? Oder doch. Hauen wir noch ein bisschen drauf da. Zack, 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 zack. So, jetzt lass mich in Ruhe. Oh, ihr kleinen Stalker hier. Kein Watchman, das ist ein Döner. Geh weg. Animationsmäßig will ich mal. Ihr steckt diesen Riesenspeer weg und haut dann mit was anderem? Einmal ganz kurz. Ja. Ich steck den Speer in den Boden und haut mit was anderem. Ach so, habt ihr gerade gesehen? Bei dem Schlag lässt ihr den Speer einfach los und greift ihn wieder. Und in der Mitte, wo ihre Hand ist, ist auf einmal ein Loch. Können wir da ranzoomen? Oh, wir können auch nicht mal zoomen. Fick dich. Oh, guck mal, er ist jetzt schwarz, er hat sich umgedreht. Wow, cool. Ab in den Pixelbrei. Pixelbrei. Oh, hier wartet einer auf uns. Yeah. Ja, ich klicke einfach mal. Juhu! Wir haben was dazu gekriegt. Und sie geht wieder automatisch. Das ist der Hammer. Ist auch besser so. Ich würde nicht mehr. Bis wir hier durch sind, durch den Pixelbrei. Yeah! Liegt bestimmt an meiner Grafikkarte. Dass das Pixelbrei ist, liegt bestimmt an meiner Grafikkarte. Oder können wir hier die Grafikeinstellung. Entschuldigung. Nee, das nehmen wir mal. Ich würde gerne Einstellungen. Ups, jetzt habe ich es weggemacht. Okay, Entschuldigung. Hier kann man. Ich erstatte das Spiel automatisch im Fenstermodus. Ich habe jetzt OBS so eingestellt, dass das halt diesen Fenstermodus nimmt. Wenn ich jetzt auf Vollbild gehe, nimmt das natürlich nicht. Dann habt ihr nämlich ein schwarzes Bild. Oh. Wow, was ist das? Ich dachte jetzt auf I haben wir vielleicht unser Inventar. M ist die Map. So, dann ist wieder automatisch los. Lassen wir sie mal laufen. Genießen wir die Landschaft auf der Map, so wie sie aussehen sollte. Es sieht einfach nur sagenhaft schön aus. Gönne ich mir noch mal einen Schluck hier. Eistee. Selbstgemachter Leiche. Leicht bitter. Im Abgang. Das ist wirklich. So, was haben wir hier? Eine Bank. Okay. Button, den man klicken kann. Nichts passiert. VIP. Ich will VIP werden. Dafür brauche ich 1000 Gold. Wo kriege ich die her? Kann ich hier was kaufen? Warum sehe ich das hier nicht, verdammt? Wenn ihr Geld verdienen wollt, dann müsst ihr es auch sichtbar machen. Ja, es kann doch nicht so das Spiel sein. Alter Schwede. Was soll man dazu noch sagen? Good game. Charakter. So sieht unser Charakter aus. So sieht Nadel aus. Ist das nicht geil? Sagenhaft. Unser Inventory. Da ist irgendwas mit einem Haken dran. Können wir hier irgendwas. Ich genieße gerade wirklich das Menü. Oh, hier, zack.
Noch nicht mal richtig auf Englisch übersetzt. Zack. Oh, doch, hier. Das ist übersetzt. Fantastisch. Oh, wir können hier sogar Clans beitreten. My Clan. Oh, create. Ja, wenn wir andere Spieler treffen, können wir sie ja vielleicht bei uns hinzuziehen. Ja. Oh, hier haben wir Gegner. Da gehen wir mal hin. Gegner. Und jetzt geht's. Level 30. Alter Schwede. Die hauen uns ja echt dann auf die Hose. Eieiei. Los, Nadel. Wir schlitzen und schlitzen. Leider gibt es hier kein Dauerfeuer. Die heilt sich auch automatisch. Das ist so praktisch. Oh, gerade war der Ton weg. Gehen wir mal ein Stück zurück, damit wir alle erwischen. Ja, sehr interessantes Spiel, wie gesagt. Oh, wenn wir noch 14 Minuten spielen, können wir You can activate the flaming sword, bla, irgendwas. Qui-Gon Jinn Sword. Ich möchte nicht dieses Spiel nochmal 14 Minuten spielen. Ich habe mir ja extra schon gedacht, ich hole mir mal ein Spiel, was vielleicht jetzt nicht so schlecht ist, ne? Aber das ist ja sagenhaft scheiße. Man sollte ja online hier gegen andere Leute spielen oder mit anderen Leuten spielen können. Ich sehe keine anderen Leute quasi, ich sehe ja nur so einen langweiligen KI-Dinger, die zu doof sind, um mich platt zu machen. Hallo, ich bin Level 9 oder 7 und ihr schafft es mich nicht zu killen. Und ihr seid Level 30. Ich weiß nicht, wie ihr aussieht. Ihr habt einfach eine schwarze Kleidung an. Auf dem pixelfrei Hintergrund. Boah, das geht gar nicht, ey. Sorry, ey. Das geht gar nicht. Alter Schwede. Ja, also, das ist Storm Riders. Tut mir einen Gefallen. Installiert euch nicht das Spiel. Ich glaube, ich habe mir bestimmt irgendwelche Viren jetzt auf den Rechner gezogen. Denn ein Spiel würde ich das hier nicht nennen. Es ist, weiß ich nicht, Kunst vielleicht, abstrakte Kunst. Ich habe keine Ahnung, wie ich das nennen sollte. Boah. Mir ist gerade ein bisschen schlecht. Könnte am warmen Wetter liegen, aber könnte auch in diesem Spiel liegen. Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, ich mache hier einen Break. Das ist mir zu viel. Alter Schwede, ist das scheiße. Ich will wieder Autogehen machen. Mach mal Autogehen wieder. Wie geht das? Muss ich das hauen? Oh, was war das? My Clan. Ja, ja. Ich hab einen Clan. Bin der Hammer. Ja. Jetzt haben wir ganz viele Menüs, habe irgendwie mal wieder rumgeklickt. Nee. Also wir kommen da nicht auf einen Nenner. Also, hier sind die Einstellungen. Eieiei. Habe ich jetzt erst gesehen? Ah ja, das ist schon klar. Was ist alles? Ich hätte so ein bisschen Grafikeinstellungen. Ah, Settings. Also ich vermisse auch Hintergrundsounds, ne? Es ist jetzt wirklich so, es funktioniert ja, wir hören ja das Schlagen. Ja? Und das Klicken, aber wir haben keinen Hintergrundsound zum Beispiel. Da spiele ich ja lieber alte Atari-Games oder so. Und das Spiel scheint doch gar nicht fertig zu sein. Die finden einfach die Animation oder whatever. Jetzt haben wir Titel und Namen dazu gekriegt.
Und es gibt Leute, die spielen das. Das ist ja der Hammer. Wahrscheinlich gezwungen. Vom Spieleentwickler. Wahrscheinlich die eigenen Mitarbeiter. Das ist ja der Hammer. Das ist ja echt der Hammer. Also wie jetzt, die Übersicht sieht ja nett aus, ne? Hätten wir das mal nicht so im Pixelbereich gesehen? Es gibt sogar eine Weltmap. Sieht, Alter, sieht die geil aus, ne? Das ist die ganze Spielwelt. Da können wir überall hin. Das ist ja Hammer. Das ist ja der Hammer. Oh, wir können uns teleportieren, dann können wir noch nicht, aber später. Oh, dann müssen wir. Boah. Geht's richtig ab hier. Wir haben so viel zu tun, das ist ja der Hammer. Geile Spielwelt. Geile Spielwelt. Ja, nee. Ach so. Wir können hier den Punkt vorgeben, dann läuft es automatisch los. Können wir nochmal zurücklaufen, da wo es hübsch aussieht? Mal ganz an den Anfang. Was ist denn hier noch offen? Da war ein Fenster. Achso, das ist unser Auto. Achso, wenn ich das da wegdrücke. Geh da mal weg. Und wenn wir das wegklicken, dann verlässt diesen Automodus zum Gehen. Ich meine, ist ja eine nette Idee, aber. Ohne hier abbiegen, abbiegen. Ah. Hier sieht es wieder halbwegs gut aus. Hier waren wir doch. Hier waren wir doch vorhin. Hier sah es doch gut aus. Also, hä? War doch hier so komisch Dussi, ne? Oder bin ich jetzt falsch? Das sind doch hier die ganzen Haufen Wachmänner. Fünf. Stufe 5. Also ich weiß ja nicht, was mit diesem Spiel los ist. Ich habe keine Ahnung, ob es fertig ist oder ob es Early Access ist. Es sieht auf jeden Fall nicht mal nach Alpha aus. Also, die sieht 7 Days to Die sieht viel besser aus als dieses Spiel. Alles sieht besser aus. Das sieht scheiße aus. Zum Teil schlecht übersetzt, schlechte Animationen. Wir haben keinen Hintergrundsound. Das ist einfach nur scheiße. Es ist einfach nur scheiße. Und jetzt haben wir auch keine Automatik an. Ich drücke die nicht hin. Ich mache gar nichts. Oder haben wir doch eine Automatik an? Ich weiß es nicht. Doch, hatten wir noch. Gut, ich wollte euch nur mal zeigen, wie toll Stormriders ist. Alle runterladen. Auf Steam. Kostenlos. Jetzt. Nein, tut's nicht. Geht raus in die Sonne, in den Park, an den See. Macht was Besseres, als bei dieser Hitze vorm Rechner zu sitzen und Stormriders zu zocken. ja. Ja, das war jetzt eine neue Idee von mir, einfach mal was anderes zu machen. Außer die Standard-Reviews oder so. Oder Let's Plays. Wenn ihr noch mehr schlechte Spiele sehen wollt, die ihr euch nicht antun solltet, aber mir sie antun wollt, dann schreibt es in die Kommentare, wenn ihr noch andere Spielvorschläge habt, die ich auch mal testen sollte, die vielleicht ein bisschen besser sind als das da, damit man vielleicht ein bisschen mehr erkennen kann als da. Ab in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Haut rein. Ciao.